Weitergehen. So. Karte ist normalerweise da, ne? So, doch besser hier hin. Oder nee, Quatsch. Hier in dem Spiel hatte ich sie da unten. So. Wir müssen zur Wolkenfeste laut Hauptstory, aber ihr kennt das Prozedere. Es gibt immer. Wo haben wir jetzt die normale Karte? Navigation. Nee, nee. Gebietsliste, so. Karte. So, laufen wir erstmal in Kolonien 9 rum. Es gibt nämlich immer wieder irgendwie neues Zeug auch zu den ich glaube, es gibt auch neue Herausforderungen, die man machen kann. Aber wir sind sehr, sehr nah am Finale. Wenn wir Glück haben, gibt es hier keine Nebenmission mehr. Aber es gibt immer diese gelben Ausrufezeichen, die zu Missionen führen. Außerdem haben wir dann wahrscheinlich vielleicht sogar mal wieder eine Legendary Mission. Wo wir wahrscheinlich wieder einen von diesen Konsolen plattwalzen. Darauf hoffe ich sogar, dass wir sowas bekommen. Aber es gibt auch Nebenmissionen, die werden wir wahrscheinlich niemals lösen. Hoppla. Es gibt sowieso noch sehr vieles, was wir zu besprechen haben. Da. Held Gondor. Benötigt und es ist eine Heldenmission. Machen wir erstmal Alice Verbleib. Wegen Alice. Scheint, als wäre sie schon seit einer Ewigkeit nicht mehr in Kolonie 9 gewesen. Das ist beunruhigend. Und es weiß keiner, wo sie stecken könnte? Nicht so wirklich. Offenbar ist sie in den Lefnos gestiegen und irgendwo abgedüst. Irgendwohin abgedüst. Ich glaube nicht, dass ihr was passiert ist, aber wer weiß.
Wenn sie mit einem Levenis ausgerückt ist, hat sie womöglich beabsichtigt, irgendetwas Großes zu transportieren. Oder sie wollte an einen sehr weit entfernten Ort gelangen. Aber was zum Funken soll sie so weit weg von Kolonie 9 vorhaben? So oder so, wir gehen sie suchen, oder? Vielleicht steckt sie echt in Schwierigkeiten. Wir sollten sie besser schnell finden. Sehe ich auch so. Da fällt mir wieder ein. Sie hatte mal irgendwas vom Boden beim Hügel der Hoffnung erzählt. Gerechnet beim Hügel der Hoffnung? Da gibt es doch überhaupt nichts mehr. Das heißt, wir sehen uns mal beim Gefängnis um? Das klingt nach einem Plan. Das können wir nur in den Mai-Unterkünften besprechen. Dann gehen wir doch mal Mai zu als nächstes, ne? Obwohl, ne, hier gibt es ja noch eine Kolonie. Bah, geht mir das auf den Sack. Was ist denn los? Ach, euch kann ich's ja erzählen. Es wird darüber verhandelt, wer von den Verlorenen im Schloss bleiben soll. Verhandelt? Mit der City? Yep. Und es soll jemand sein, der mit den Agnian gut auskommt. Wenn es so jemanden gäbe, würden wir gar nicht erst in all dem Schlamassel stecken. Du bist ja ganz schön gereizt. Und die Kirsche obendrauf? Es soll nur eine Einheit sein. Ist das zu glauben? Das hat die Kackfürstin sich wieder ganz toll ausgedacht. Beruhigen wir uns doch erstmal. Hey, wie wär's, wenn ihr dabei aushelft? Ihr habt doch eh nichts Besseres zu tun. Ich würde es begrüßen, wenn du diese Aussage nochmal überdenkst. Ich hab doch eh nichts Besseres. Wir wollen nur Welt retten, oder Welten, obwohl, ne, ist ja nur die eine. Also fassen wir das nochmal zusammen. Welt 1, also die aus Xenoblade Chronicles 1, ist mit Welt 2, also Xenoblade Chronicles 2, verschmolzen. Das haben die doch aus Final Fantasy 14 geklaut. Es waren mal eine Welt. Nur, dass bei Final Fantasy XIV es insgesamt 13 Splitter gibt. Das hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Aber was ich mich jetzt nur so frage, ist das dann auch wirklich die Welt, die wir kennen aus Xenoblade Chronicles 1 und 2? Oder sind das trotzdem wie so ein Paralleluniversum? Sprich, es sind zwar die Charaktere, die wir kennen, aber sind sie auch wiederum nicht? Vielleicht erfahren wir da genaueres, vielleicht erst im DLC, ob es wirklich die Charaktere sind, die diese Abenteuer hatten. Monika kontaktiert uns. Wenn man vom Teufel spricht, Moment, ihr glaubt nicht, dass sie jetzt heimlich mitgehört hat, oder? Monika, was gibt's? Hey, entschuldigt die Störung, aber es ist was vorgefallen und wir bräuchten dringend eure Hilfe. Wir wollten die Sache aus dem Materiallager holen, aber dabei gab es ein Problem. Das Materiallager, das von den Konservativen? Ganz genau das. Es ist nur so, dass die Anzahl der Monster dort gestiegen ist, seit die City den Aufenthaltsort gewechselt hat. Aber wir können den ganzen Kram auch nicht einfach da lassen. Da sind wirklich gute Sachen dabei.
Ich wollte ein Arsenal Lefnes dorthin schicken. Aber es sind einfach zu viele Monster in der Gegend. Ich hatte gehofft, ihr könntet die Viecher dort für mich erledigen. Alles klar. Vielen Dank im Voraus. Das Einzige, was die gut kann, ist Befehle zu erteilen. Na los, bringen wir es hinter uns. Was? Du kommst mit Gondor? Ich glaube schon, dass wir auch alleine stark genug sind. Dafür sind. Ist eine gute Gelegenheit für mich, Frust abzulassen. Also habt ihr mich jetzt an der Backe. Ob ihr wollt oder nicht. Passt nur bitte auf, wen du verkloppst, ja? Ah, Nebenhandlung Senna. Jeder Charakter bekommt ja seine Nebenhandlung. Jetzt ist die Frage, ob wir da wieder... Bestimmt, wir hatten eigentlich bei den Nebenhandlungen, hatten wir immer einen... welche Nebenmission haben wir denn jetzt schon gemacht? Also Nebenhandlung. Ich glaube, wir hatten von Juni. Wir hatten, glaube ich, nur zwei, oder? So, Unmut in der City. Kein Wunder, dass die Leute in der City Angst haben und gestresst sind nach allem, was vorgefallen ist. Aber da scheint sich schon eine ganz beträchtliche Unzufriedenheit ausgebreitet zu haben. Für uns waren solche Angriffe normal. Damals in den Kolonien. Das war selbstverständlich. Aber für sie haben Kämpfe immer nur außerhalb der City stattgefunden. Man kann verstehen, wie unglücklich es sie machen muss, wenn bisherige Selbstverständlichkeiten nicht mehr gelten. Möglich. Und dann kommen auch noch diese konservativen Typen dazu, die ja eh schon Angst vor genau so etwas hatten. Für die hat sich jetzt alles bewahrheitet, was sie immer beschworen hatten. Du hast recht. Es fühlt sich an, als ob alles auf der Kippe steht. Ich hoffe, es geht allen in der City gut. Sollten wir vielleicht mit Monika und Travis über all das reden? Ja, machen wir das. Ich hoffe, wir können irgendwie helfen. Hier müssen wir... uns noch Infos holen. Hier müssen wir nochmal den weißen Nebel suchen. Können wir auch noch machen. Also ich denke mal, heute schafft man nicht mehr als nur Nebenmissionen. Mal wieder. Ich will halt Nebenmissionen dann immer soweit abgeklärt haben, dass man dann hinterher nur noch Hauptstory nach und nach hat. Und nicht immer so gestückelt. Nebenmissionen reißen ja einen schon aus der Haupthandlung oft genug raus. Irgendwann werde ich das Spiel auch nochmal spielen und dann... dann konzentrieren wir uns wirklich nur auf die Hauptstory. Nein. Ha! So. Es gibt noch keinen... schließe Sidos Stärkungsmission ab. Sidos Stärkungsmission?
Also gibt es hier eine Mission. Na, habt ihr gut in eure Rollen als Lehrer gefunden? Ja, das war auch für uns wirklich sehr interessant. Danke, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast. Das geschah aus ganz eigenmächtigen Motiven. Umso mehr erfreut es mich, dass auch ihr davon profitiert habt. Ich bin sicher, es hat den Rekruten sehr geholfen, mit der neuen Realität klarzukommen. Hier scheint es nichts zu geben. Erst noch ein Fragezeichen. Gucken wir mal, was es da gibt. Vielleicht ist das ja auch eine Legendenmission. Oh, da wartet schon ein feindlicher Trupp auf uns. Kann man die umgehen? Nein, kann man nicht. Ach komm. Die sind aber auch in einer beschissenen Formation um hier gelaufen. Da gehe ich einfach down. Deswegen fallen wir um wie die Fliegen. Da waren hartnäckige Gegner dabei. Oh, hier gibt es.
So. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. Synchro oder keine Synchro? Oh. Es ist synchronisiert, also Legendenmission. Oh, nee, doch nicht. Aber die geben sich trotzdem die Mühe, das zu synchronisieren. Normale Nebenmissionen sind nämlich nicht synchronisiert, deswegen wundert es mich. Aber vielleicht führt das in eine legendäre Mission. Irgendwo kommen die ja her. Da ist jemand drin. あの子、一体何者なんだろう。兵士にしては、なんていうか、その。ああ、見た感じ、3期くらいか。前線で戦うにはまだ早いだろう。ひとまず、あのレウニスから出してやったはいいけどよ。大丈夫なのか、あいつ。目立った外傷はない。しかし、意識が戻る気配もない。なんとも言えないな。 セナ、あの子はまだ生きてる。きっと大丈夫だから。ミオちゃん、でも、んなことより、早く医者に見せた方がいいんじゃねえか。だが連中はコロニーの兵士を襲った。コロニーに移送するのは危険だ。ならシティはどうだ。あそこなら先生もいる。確かに、やむを得ないか。 あのレウニスはどうする？今は放っておこう。彼女を運び出すことが最優先だ。なら私が運ぶ。わかった。あの子のことお願いね、セナ。うん、任せて。 Die Namenlose.